stelle uns auf eine Lektion gegen Nicole. Guck dir dich auch an. Ich hab heute irgendwie echt leider auch keine Zeit. Okay. Scheiße, woher hat die das Bild von mir? Hey Mom, ich wollte was Wichtiges mit dir besprechen. Ich bin jetzt zu Hause. Wo bist du? Kann ich gleich direkt bei dir vorbeikommen? Ja, klar, mach das. Super, dann bis gleich. Jo, bis gleich. Dieses Bild, das du mir geschickt hast, ne? Das könntest du vielleicht löschen, weil das finde ich irgendwie nicht so cool. Welches Bild? Ja, das, was du mir geschickt hast. Ich hab dir kein Bild geschickt. Klar hast du mir ein Bild geschickt. Warte, ich zeig's dir. Scheiße, warte. Was? Scheiße, mein Handy funktioniert nicht. Was hast du gemacht? Ist dir jetzt irgendwie runtergefallen Nein. Oder so? Hast du irgendwie aus Versehen ein Virus installiert? Nein, das hätte ich doch gemerkt, oder? Ja, wahrscheinlich. Ruf doch mal den David an, der kennt sich doch damit aus. Ja, aber dann ist der das Bild. Ja, aber das ist doch jetzt erstmal Nebensache. Okay, aber also ich kann nicht mal telefonieren. Ja, hier, nimm mein Handy, ich habe doch auch seine Nummer. Okay, danke. Alina? Nee, hier ist Nila. Ich rufe von Alinas Handy aus an und ich bin auch bei Alina, weil mein Handy nämlich kaputt ist und deswegen rufe ich auch an. Das hat eben einfach angefangen zu flackern. Nimm mal den Akku raus. Okay. Hab ich. So, jetzt tust du ihn wieder rein und startest das Handy neu. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Okay, warte, ich komm vorbei. Hi. Hi. Hier das Handy. Geht doch. Hä, wie? Gib her. Stimmt. Gott sei Dank. Wer ist das jetzt? Wehe, du bist dran. Doch klar. Hallo? Hallo Nila, weißt du, wer ich bin? Wer bist du? Ich kenne dich, aber du mich nicht. Lassen Sie uns einfach in Ruhe, sonst rufen wir die Polizei. Das würde ich an eurer Stelle nicht machen. Wieso? Glaubst du, wir haben Angst vor dir? Würden Sie auf jeden Fall haben. Was willst du von mir? Nila, kennst du zufälligerweise eine Nicole? Ja, ich kenne eine, die ist bei mir in der Klasse. Und wie seid ihr verhältnis zueinander? Ich denke ganz gut. Ja, und wer ist das dann? Sie ist so ein Opfer. Man sieht einfach, was mit Menschen passiert, die so rumlaufen. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Die anderen Daten deines Handys.
Aber ich habe ihre Nummer nicht. Keine Sorge, sie hört mich. Okay, also, es tut mir leid. Ich habe nicht trotzdem. Veröffentlichst du die Sachen jetzt trotzdem? Nein, ich würde nicht jetzt alles veröffentlichen, aber ich bin ja nicht so wie du.